Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf The Mouseland unterwegs in unserem Produktionsspezial und wir sind bereits in Folge 143. Ja, ich habe festgestellt, dass wir eine Sämaschine haben für Hopfen. So einfach ist es. Hier hinten ist das gute Stück. Die kann das sozusagen. Und das ist ja schon alles, was man braucht. Wir brauchen ja halt nur noch das passende Hopfenfeld. Das ist die 21. Da ist momentan noch eine blöde Frucht drauf, nämlich Kartoffeln, die wir so nicht brauchen. Wenn der Zuckerrüben oder sowas drauf gewesen wäre, hätte ich es jetzt schon gekauft und abgeerntet. So einfach ist es. Aber Kartoffeln brauchen wir nicht. Das heißt also, hier werden wir dann das Ganze dann, ja, uns dann passend anschaffen, sag ich mal so. Theoretisch gesehen könnten wir es jetzt schon anschaffen, das Feld. Kostet natürlich einen Groschen 50. Ne, Pflügen haben wir ja in dem Sinne nicht an. Und die Kartoffeln, die da drauf sind jetzt, wenn wir die nämlich jetzt unterarbeiten würden, würden die ja als gedüngt gelten. Ne? Das ist jetzt der Trick. Gucken einfach nochmal bei der 21, besuchen. Da ist das schlaue Schild. So. Ja, 2,7 Millionen. Ne? Seht ihr, 3,1 haben wir. Ja, ist natürlich, ne? Ist natürlich nicht uneng, sag ich mal so. Ne? Ist nicht uneng. Aber wie gesagt, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir werden auch ein paar schöne Verkäufe machen und dann kriegen wir das Ganze geregelt. Jetzt werde ich erstmal zurückskippen auf unseren freundlichen Wagen, der an der Straßenkante steht. Da haben wir ihn. Vielmehr steht nicht an der Straßenkante, sondern er steht hier noch beim Shop. Weil wir haben unseren frischen, niegelnagelneuen Streudünger gerade abgeholt. Mit dem wir auch schon mal die 2 befeuern werden, dann dementsprechend. Und dann schauen wir mal. So. Fahren wir erstmal wieder zurück. Fangen mit der 2 an. Gucken wir mal, wie weit der Streudünger auf der 11 ist. Und der wird dann auf der anderen Seite der 2 einfach ansetzen. Und dann sind die Jungs irgendwann durch. Ne? So simpel ist es. Und dann schauen wir mal. Was wir natürlich auch noch machen müssten, ist natürlich den Tierpart Richtung Fleischverarbeitung zu bringen, weil das muss auch zur Konservenfabrik, wenn wir da loslegen wollen. Ne? Das sind alles so die Sachen. Er ist relativ schnell hier, obwohl es in der Ortschaft ist. Ich bin auch noch so kackfrech und überhole mit in der Ortschaft. Das ist schon dreist, ne? Also er fährt vielleicht 45 und ich fahre 49. Aber also eine etwas andere Geschichte, wenn man zum Beispiel mit dem Fendt unterwegs ist. Der fährt über 90. Das ist natürlich dann eine andere Geschichte. Oh, Helfer ist fertig. Da können wir gleich mal eine Runde gucken, ob wir noch was korrigieren müssen. Das dürfte denn ja schon der eine Streudünger sein. Ich werde jetzt trotzdem mit ihm mal eine Runde durchfahren und ihn erstmal dann gleich an der einen Seite ansetzen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch was korrigieren müssen mit dem anderen. Und dann haben wir den Part auch schon. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir zum Hopfen anpflanzen auch das Feld brauchen. Wir werden das einfach mal eine Runde probieren, wenn wir die nächste Ernte haben, weil wir haben ja noch, glaube ich, 4 oder 5 Sachen, die wir anpflanzen müssen. Auf jeden Fall noch Karotten, Zwiebeln und Zuckerrohr, sag ich schon, Zuckerrüben. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Roggen. Und dann schauen wir mal, wenn wir auf dem fünften Feld nichts machen müssen, dann probieren wir einfach mal probeweise da Hopfen hinzusetzen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht brauchen wir auch tatsächlich dieses Feld 21. Werden wir dann alles merken. So, ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind guter Dinge und dabei sozusagen. So. Hier müssen wir noch rum.
unser Betriebshof noch vorbei und dann sind wir schon im Startgebiet. Oh oh. Wow, habt ihr das gesehen, dass ich da bremse? Und wie vor allem, wie schnell der ist. So schnell ist hier sonst noch keiner gewesen auf der Karte. Warum rast der so? Weiß der was, was ich nicht weiß? Müssen wir jetzt allgemein den Fluchtgedanken haben oder? Schon komisch. Moment, ich glaube, ich mache das erstmal hier anders. Hä? Sind wir noch nicht in der richtigen Wachstumsphase? Müssen wir echt hier noch einmal überspringen oder ist das nur die Ecke hier vorne? Wow, das wäre hart. Da hätte ich alles bloß nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte echt, ich könnte jetzt hier düngen. Vom Wachstum an sich sieht das alles gleich aus. Ich probiere es jetzt einmal auf der anderen Seite. Sonst müssen wir tatsächlich theoretisch vorspulen. Was nicht gut wäre bei der Produktion, wie zum Beispiel bei den Gewächshäusern momentan steht. Ne? Nicht ganz so praktisch. Ich wollte eigentlich hier jetzt düngen und noch ein bisschen was machen. Ich fahre mal so hier hin und gucke, ob er jetzt hier düngen will. Hier will er. Okay. Mach mal. Gar kein Ding. Tu einfach so, als wenn das so sein müsste. Ja, das war schon eine Wachstumsphase vorher. Er hat jetzt hier noch ein bisschen gekleckert, wie ihr seht. Und diese kleinen Kleckerstupsen, die können wir wir wollen noch eben korrigieren. Das ist jetzt hier für einige Ecken wahrscheinlich sogar muss ich natürlich da korrigieren. In der Runde ein bisschen so vernünftig fahren, dann passt das Ganze auch. Machen wir noch einmal die Spur hier lang. Und dann werde ich ihn mal hier versuchen, einfach mittig anzusetzen. Im Feld gucken, ob er von da auch in irgendeine Richtung fährt. Dass wir halt wenigstens jetzt tatsächlich noch die Arbeitskraft der zwei Streudünger nutzen können. Ne? Ich will ihn ja nicht auf Spaß gekauft haben. Hat ja auch genügend Geld gekostet. So, jetzt läuft alles. So, das sollte es jetzt eigentlich das für das Feld gewesen sein. Wir gucken nochmal. Da ist noch ein ganz kleiner Stück, aber der ist zu tolerieren, glaube ich. So, gut, dann fahren wir jetzt mit unserem guten John Deere da mal eine Runde rüber. Ja, sehen wir John Deere in Einsatz. Nee, nicht aufs Feld, ich kann auch auf die Straße fahren. So, schmutzig ist er auf jeden Fall auch. Wir sollten auf jeden Fall auch Gras mähen. Wir sollten irgendwie alles, ne? Er braucht ja auch noch ein paar Meter, bis er dann gefahren ist. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich den hier irgendwo mittig ansetzen kann. Ob er das dann schnallt. Ich weiß auch nicht, ob er die erste Spur vernünftig zu Ende gemacht hat. Das sind also Fragen, die man stellen kann, ne? So, jetzt sind wir hier grob in der Mitte. Fahr jetzt einfach mal hier so ran. Und sag zu ihm, helfe an. Ja, und er macht. In welche Richtung er jetzt dreht, ist im Prinzip egal. Auch wenn er auf den anderen zufährt, dann ist die Hälfte halt da schon fertig. Es läuft. Es läuft und er macht. So soll es sein.
Heißt, ich brauche dann noch nicht vorspulen. Das ist schon mal sehr viel wert. So, hier müssen wir sehen, dass wir Graskompost vorbereiten. Und genauso können wir gucken, ob wir bei den Tieren dementsprechend noch was wegholen können. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir das gute Stück hier relativ voll. Dann gucken wir mal. Man sieht, geht es hier einigermaßen zügig. Ne? Das ist ja nicht das Ding. Wir haben jetzt über uns auf der Minimap, wir gucken, also das Train-Schild, also Zug, da drüber über uns das Feld. Das ist ja sogar eigentlich eine Wiese. Aber wenn wir so hingefahren sind, merken wir, dass wir halb voll sind, dass wir umdrehen können. Dann waren wir noch nicht mal auf der Wiese und haben die Sparschweine schon weggebracht. Hart sieht's aus. So, ich werde jetzt hier auch mal wieder den berühmten Kreis drehen. Und wir sind über die Hälfte hinaus schon, wie ihr seht, und werde jetzt hier den Weg zurücknehmen, den mein Kollege hier gefahren ist sozusagen. Ja, was ist das Ziel? Warum mache ich jetzt noch so viel Kompost? Wenn wir als Ziel auf der Karte hier nur noch haben, die Produktion noch alle zum Laufen zu bringen und mal zu verkaufen, die Sachen. Ja, ist ganz einfach. Ich möchte natürlich den Kompostpart machen, damit wir unsere Obst-Gemüse-Ecke nochmal voll machen. Weil wir haben festgestellt, wenn wir die richtig durchziehen, dann machen wir damit richtig Geld. Das war satt und schmutzig. Anders kann man das nicht beschreiben. Und wir mähen. Nicht die spannendste aller Tätigkeiten, aber wie gesagt, wir sind schon dreiviertel voll. Er hatte ja noch 10.000 oder sowas dazu verarbeiten. Ne, 20.000 zu verarbeiten, das ist nicht so nicht viel. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Produktion hiermit wieder frisch am Laufen halte. Ich mähe jetzt hier schon mit einer kleinen Überlappung. Auch nicht das Geschickteste, aber wie gesagt, wir brauchen ja auch noch ein paar Bahnen. Deswegen wollen wir mal gucken, was da geht. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Kommen wieder Richtung unser kleines Waldgebiet. Und ich glaube, bis wir am Wald sind, sind wir auch voll. Hier waren wir letztes Mal voll, wie wir gerade sehen. Jetzt fehlen uns noch 1000. Und 1000 sind hier auf den letzten Metern nicht wirklich das Problem. So, hoch und los und dann einmal ratzfatz rein in die Produktion. Weil darum geht es ja. Lang. So, die steht hier nämlich schon auf 0, wie wir sehen. Das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. So, rückwärts hoch. Wow, genau passend gefahren diesmal. Und raus damit. Steigen wir aus und gucken mal kurz, wie viel jetzt an Kompost da ist. 20.000. Die 20.000 Kompost, die könnten wir natürlich auf jeden Fall auch schon mal rüberfahren. Macht, glaube ich, auch Sinn.
Dann machen wir uns mal gleich mit ihm hier auf den Weg. Holen das Ganze und gucken mal, was für Reste wir noch in der Biodieselfabrik jetzt drin haben, ob sich da auch schon was ergeben hat, weil die können wir natürlich auch mitnehmen. Ne? Da wird natürlich dann auch jetzt über Nacht, wenn wir dann vorspulen sollten, sich dann auch einiges tun. So, okay, also er dreht Richtung dem anderen Streudüngerfahrer. Das ist kein Problem. Wie ihr seht, haben die beiden noch einige Bahnen, bevor sie sich treffen. Sorry, das reicht also und das geht also auch. So, ja. Sind wir aber auch leider schon wieder so langsam am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen und auch über ein Teilen. Ne? Klar, geht das nicht. Ja, und dann sage ich vielen, vielen Dank. Auch bei all denen, die das schon immer fleißig tun. Und bis zum nächsten Mal.